Es gehört zu den Besonderheiten von Jupp Heynckes, keinen Gegner zu unterschätzen. Gegen Hannover 96 schien es lange so, als würde der Trainer des FC Bayern mit seiner Warnung recht behalten, ehe seine Mannschaft den Aufsteiger doch noch hochverdient und schließlich souverän besiegte. In dem lange sehr kurzweiligen Spiel trafen Vidal, 17. Minute, Coman, 66. und Lewandowski, 87. für den FC Bayern, den zwischenzeitlichen Ausgleich Hannovers hatte Bnschop erzielt, 35. Heynckes hatte, wie angekündigt, Thomas Müller nach auskuriertem Muskelfaserriss von Anfang an gebracht, ebenso die zuletzt angeschlagenen James Rodriguez und Rafinha. Außerdem saßen David Alaba und Frank Ribéry, die beide in der Schlussphase noch eingewechselt wurden, zunächst auf der Bank, sodass nur noch Arjen Robben, Juan Bernat, Tiag und Manuel Neuer im Kader fehlten. Die Niedersachsen traten jedoch von Beginn an ohne Angst und Respekt vor den Bayern an. Die ersten Minuten in der ausverkauften Münchner Arena gehörten den Niedersachsen, die versuchten, mutig nach vorne zu spielen, ehe der Tabellenführer die Kontrolle über das Spiel bekam. Die Führung durch Vidals Kopfballtreffer aus nach überlegtem Zuspiel von Müller in der 17. Minute war der verdiente Lohn. Die Minuten 24 bis 28 hatten es dann in sich mit drei verschiedenen Spielständen. Zunächst erzielte Robert Lewandowski das vermeintliche 2:0, aber der Videoassistent legte Einspruch ein, da der Schütze im Abseits gestanden hatte. Nach dem folgenden Freistoß eilte Felix Klaus aufs Münchner Tor zu, Sven Ulreich zögerte einen Moment, lief dem Niedersachsen dann doch entgegen, war aber zu spät im Duell mit dem Gegner und bekam dafür die gelbe Karte. Den fälligen Strafstoß nutzte Niklas Füllkrug souverän, aber Schiedsrichter Winkmann entschied auf Wiederholung, weil mehrere Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Beim zweiten Versuch hieß der Sieger Ulreich, und es blieb beim 1:0. Hannover ließ sich durch die vergebene Ausgleichschance aber nicht entmutigen und war mit der nächsten Gelegenheit erfolgreich. Nach einer Ecke ließ sich Bnschop weder von Kimmich noch von Lewandowski stören, sprang am höchsten und köpfte den Ball an Ulreich vorbei ins Tor zum 1:1, 35. Die Münchner taten sich bis zur Pause und in den ersten 20 Minuten danach vor allem beim Auslassen beste Chancen hervor. Sie setzten den Gegner immer mehr unter Druck, aber vor allem Müller, Lewandowski und James mit zwei feinen Distanzschüssen hatten im Abschluss Pech. Nur noch selten konnten die Niedersachsen mit eigenen Angriffen für Entlastung sorgen. Zwar agierte die Defensive noch immer geordnet und konzentriert, doch es schien nur eine Frage der Zeit bis zum Führungstreffer der Münchner. In der 66. Minute fiel das 2:1. Müllers abgefälschte Flanke erreichte Coman, der sich auf der linken Seite den Ball zurechtlegte und unhaltbar für Philipp Czauner traf. Ebenso chancenlos war Hannovers Torhüter in der 87. Minute gegen Lewandowski. Der Pole kam durch einen von Harnik an Coman verschuldeten Elfmeter doch noch zu seinem 14. Saisontreffer.